Mir tut es leid, dass Sie bis jetzt kein einziges Mal zu Wort gekommen sind. War Ihnen das recht oder lag das an unserer mangelnden Sensibilität? Ich glaube, ich war einfach zu lange mit mir alleine unterwegs, dass ich es gewohnt bin, gar nicht mehr so viel zu reden. Aber tatsächlich gab es einige Anknüpfungspunkte, wo ich dachte, ja, den Eissturm, bei Dirk Steffens, den wir vorhin gesehen haben, den habe ich auch 8 Tage lang durchleben müssen. Am Stück? Am Stück. Ich musste Skifahren, ich musste raus, ich musste das Zelt jeden Tag dann trotzdem wieder aufbauen und abbauen, schauen, dass nichts verloren geht. Wie geht das denn? Muss man da nicht einfach 8 Tage im Zelt bleiben? Oder? Das geht leider nicht. Dann wäre ich nämlich nicht rechtzeitig zum Südpol gekommen mit den... Wegen der Termine mit dem Steuerberater, oder? Man konnte da durchgehen? Man kann da durchgehen, ja. Also ich war bei Böen von bis zu 100 Stundenkilometern unterwegs auf Skiern. Wenn ich mich in Windrichtung gedreht habe, wurde ich dann tatsächlich auch mit dem Wind fortbewegt, ohne dass ich mich bewegen musste. War aber leider nicht ganz in Richtung Süden von daher. Mit Kompass denn? Ja. Genau. Wenn ich eine praktische Frage dazu stellen darf. Also ich bin ja auch ab und zu mal draußen bei Tempo, Windtempo 100. Wie baust du ein Zelt auf? Also das sind ja die praktischen Probleme. Mhm. Und da geht es ja manchmal sogar ums Überleben. Es ist gefährlich kalt, man muss das Zelt aufbauen. Aber wer das mal versucht hat, ein Zelt bei Sturm aufzubauen, der weiß, ohne Sturm schon. Das geht ja gar nicht. Ja. Habt ihr nicht verstanden, was der Heiner Lauterbach gesagt hat? Auch ohne Sturm ist es schwer, ein Zelt aufzubauen. Sagt Heiner Lauterbach, ich kann das hier erschranken. Ich kann dann nur Ja sagen. Das eine, was natürlich hilft, ist, ich habe ein sehr kleines Zelt dabei gehabt, um es gut kontrollieren zu können. Das zweite, viel üben, dass man wirklich jeden Handgriff blind machen kann. Auch wenn man eine extrem Whiteout-Sturmsituation hat, dass man es da schafft. Und dann als allererstes alles sichern. Also der Schlitten war schwer genug, der ist nicht weggeflogen. Zelt sofort am Schlitten sichern, am Karabiner festmachen. Mhm. Und dann ganz ruhig und mit Fokus alles machen. Sobald man anfängt, hektisch zu werden, unruhig zu werden in solchen Situationen, hat man verloren. Dann fliegen die Dinge weg, dann gehen Sachen kaputt. Und natürlich vorher den Entscheid machen. Fühle ich mich sicher genug? Bin ich in Kontrolle, um in dieser Situation das Zelt abzubauen und es später wieder zu pitchen? Oder schaffe ich das nicht? Wenn ich das nicht mit Ja beantworten kann, nicht sicher. Aber Anja, ich glaube, man muss, glaube ich, das nochmal den allen jetzt vor Augen zu führen. Sind 58 Tage da marschiert. Alleine? Ja, in diesen 58 Tagen haben Sie niemanden getroffen, wenn ich alles richtig verstanden habe, außer mal vielleicht mal ein Tier. Nicht mal das ist sicher. Also nichts. So. In diesen 58 Tagen war Weihnachten und Silvester noch drin. Und jenseits der Strapazen, des Eissturms, der 8 Tage am Stück nicht ein paar Minuten oder ein paar Stunden dauerte, kennen Sie Momente der Angst? Nicht, dass Ihnen was wegfliegt, sondern dass Sie da verloren sind, dass Sie nicht weiterkommen. Dass Sie jemandem begegnen könnten, der ganz furchtbar und unheimlich ist. Kennen Sie sowas? Ich glaube, das eine, was hilft, ist natürlich, dass die Antarktis ein eben nicht belebter, nicht bewohnter Kontinent ist. Es gibt keine Gefahr von Eisbären oder anderen Tieren oder anderen Menschen. Man ist dort wirklich nur den Wettergewalten und den Terrainbedingungen ausgesetzt angefahren und natürlich sich selber in seinem Handeln und Umgang mit der Ausrüstung. Und das andere ist, dass man, ich hatte nie den Moment der Angst, weil ich ganz am Anfang eine große Sicherheit gewonnen habe. Und als die ersten 24 Stunden wirklich reibungslos liefen, als ich gemerkt habe, es passt alles zusammen, habe ich Sicherheit gewonnen. Und mit jedem Tag ist diese Sicherheit gewachsen. Und je größer die Challenges waren, desto schwieriger die Anforderungen waren, desto mehr habe ich gesehen, ja, das klappt auch und ich kann das. Und das hat Vertrauen gegeben. Und wenn Sie da, also Sie müssen ja in 58 Tagen dahin zu kommen, 1400 Kilometer müssen Sie einen bestimmten Schnitt an Kilometer schaffen pro Tag. Was machen Sie da? Fangen Sie an, mit sich selbst zu reden? Haben Sie Musik gehört? Wie sind Sie da vorangekommen? Ich habe tatsächlich viel Zeit damit verbracht, einfach Kopf zu rechnen. Wie viele Stundenkilometer schaffe ich gerade? Wie viele Stunden muss ich heute machen? Wie viele Pausenminuten hatte ich heute schon? Wie viele Tage sind es insgesamt? Wie viel Brennstoff habe ich noch über? Für wie viele Wochen reicht der noch? Passt es mit der Kalorienmenge? Ich habe die ganze Zeit im Kopf, also nein, nicht die ganze, aber die Hälfte der Zeit habe ich sicher im Kopf Zahlen gerechnet. Das beschäftigt und das trainiert das Kopfrechnen. Und zum anderen sind es dann ganz viele verschiedene Dinge. Mal ist es kontemplativ, mal ist es aber auch so, dass man einfach irgendwelche Musik im Kopf hat. Und, im Kopf hat, also nicht dabei, sondern im Kopf. Ich hatte auch Musik dabei. Sind Sie dazu gekommen, das zu hören? Ja. Was für Musik hören Sie dann? Ich habe alles gehört, von den Beatles bis Oracles, also von Hausmusik über sogar Musical-Musik war dabei, querbeet. Mhm.
Ein Mann hätte sowas nie geschafft. Nein. Gerade das mit dem Musical. Naja. Der Messmer hat schon auch schon ganz, ganz gute Touren hinter sich. Würde ich jetzt nicht pauschal in diese Gender-Debatte. Aber ein Mann hätte es nicht geschafft. Aber ich finde es großartig. Ich habe sowieso ein Faible für Frauen, die Flugzeuge fliegen oder sowas schon. Ne? Und ich finde es enorm. Ich finde enorm, was sie machen. Vielleicht sind Frauen, also sagen enorm. Weil darf man das heute auch schon immer sagen? Doch, aber deine Frau. Dass man das toll findet, dass Frauen Flugzeuge fliegen. Nein, aber ich meine, dieses Staunen darüber, dass das geht. Es ist ja Tatsache, dass es relativ wenige Abenteurerinnen, so wie sie, gibt. Aber vielleicht sind Frauen sogar, weiß nicht, haben Sie sich darüber Gedanken gemacht, ob Frauen eigentlich geeigneter wären, mental das zu machen als Männer? Absolut. Und ich glaube, es gibt viele Anforderungen bei so einer großen Expedition, die fernab von der reinen Physis sind, fernab von der Muskelmasse, Körpergröße und reinen Kraft. Und die eben genau da liegen, wie gut bin ich in der Planung und in der Vorbereitung? Und ich glaube, dass wir Frauen da sehr gut drin sind. Wie gut bin ich darin, über einen langen Zeitraum durchzuhalten, meine Energiereserven zu behalten? Glücklicherweise verlieren wir das Fett nicht so schnell wie die Männer. Deswegen kommen wir auch dann über einen langen Zeitraum besser damit klar mit den Kalorien. Man muss nur am richtigen Ort sein und schon. Ne? Einige Probleme lösen sich von Luft auf. Das Sicherheitsbewusstsein, Risikoumgang. Ich glaube, da sind wir defensiver und laufen so weniger Gefahr, dass wir unseren Mann stehen wollen und dann zu viel riskieren und uns dann damit selber schaden. Mhm. Wie trainiert man denn, so einen schweren Schlitten zu ziehen über so viele Tage und so viele Kilometer? Das war so ein bisschen auch die Charakterstärkung. Ich habe Reifen gezogen. Und das in welcher Stadt? In Zürich. Wollen wir uns das mal anschauen? Schauen Sie mal, wie das. Wie, wenn Leute Ihnen entgegenkommen, wie reagieren die denn? Da waren wirklich alle möglichen Storys mit dabei. Es gab keine Trainingstour ohne lustige Begegnungen. Die Oma, die sich hinterm Zaun versteckt hat, weil sie Angst versteckt, haben. Ehrlich? Auf die Arme. Haben Sie versucht, ihr das zu erklären, dass Sie harmlos sind? Ja, aber sie wollte dann gar nicht so recht. Sie hat dann nur gewartet. Wie viele Kilo sind denn das, die Sie da geschleppt haben? Die Kilo kann man gar nicht so recht beurteilen. Es kommt auf die Bodenreibung an. Yeah. Es gibt mehr Reibung oder mehr Widerstand, wenn ich das über einer Grasfläche mache, als auf dem Asphalt. Ich merke auf dem Asphalt sofort, ist da eine Baustelle in der Nähe, weil der feine Sand schon direkt einen Unterschied macht. Also es ist eigentlich nur die Oberflächenbeschaffenheit. Die aber ein Reifen wiegt ja auch was. Von daher, jetzt kommt typisch Mann wieder, so ein Reifen wiegt was, tiefe Weisheiten. Aber wiegt der nicht auch schon 30 Kilo, so ein Gummireifen? Bestimmt, ne? Ja. Da hinten lacht der Fachmann. Denke ich doch, oder? 30 Kilo, aber mit könnte Felgen, ja oder? In das Trainingsprogramm das aufgenommen sein. Werden. Einfach halber. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu tun? Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, vor allen Dingen, wenn man in Bielefeld aufgewachsen ist. Ach, das ist die Erklärung. Ja. Also, das ist wirklich erklärungsbedürftig. Ich bin wirklich erst sehr, sehr spät überhaupt in die Outdoor-Welt gekommen. Also früher hieß es bei uns zu Hause immer Strandurlaub. Und, Spanien? Genau. Ja? Und wann haben sich die ersten Wanderstiefel gekauft? In 2013. Und das waren dann so Timberlands, mit denen man dann auch noch in Düsseldorf ging. Ja. Die ersten Bergsteigerschuhe sozusagen. Ja, und dann war ich zum Machu Picchu gegangen. Das war das erste Mal dann überhaupt im Zelt und im Schlafsack schlafen. Das war für mich dann schon ein Erlebnis. Und beim nächsten Urlaub wollte ich dann noch mal was Ähnliches machen, habe geschaut und bin ich auf den Aconcagua gestoßen, weil ich wollte nach Argentinien. Und das ist aber direkt schon ein sehr hoher Berg, allerdings technisch nicht sehr anspruchsvoll. Und, natürlich. Du bist ohne Erfahrung auf diesen Berg geklettert? Das gibt es doch gar nicht. Zum Teil ohne Sorge. Ich kenne den Berg. Also, ich würde da mit 10 Jahren Vorbereitung nicht hochkommen. Sie ist ja auf allen 7 Kontinenten auf den jeweils höchsten Berg drauf. Ich habe das in dem Film gesehen. Du hast 2013 das angegangen. Das ist ja eine unglaubliche Leistung. Hast du nie mal gedacht, ich schaffe das vielleicht gar nicht? Also das wäre zumindest mein erster Gedanke immer dabei. Ich denke, man macht sowas natürlich auch nur, wenn man Gefallen dran findet und der kommt dann, wenn es einem auch gelingt oder wenn man da eine gewisse Eignung für hat. Und mein Körper zum Beispiel reagiert extrem gut auf Höhe. Also mir geht es meistens im Basislager über einen langen Zeitraum noch gut, wo andere schon stark abbauen. Und es hilft natürlich, wenn man dann... Und dass einem keiner reinlabert, hilft einem auch, oder? So, ich glaube, wenn man allein unterwegs ist, das könnte auch mal. Als Sie den Himalaya hochgeklettert sind, da haben Sie, das habe ich auch wirklich fassungslos, staunend gelesen, da lagen rechts und links Leichen.
Ja. Das ist normal? Ab einer gewissen Höhe ist es unglaublich schwierig, Leichen zu bergen. Man riskiert dabei das Leben anderer, wenn man versucht, diese Leichen zu bergen. Es gibt zwar tatsächlich auch jährlich inzwischen Bereinigungsaktionen auf der chinesischen Seite gerade, wo man versucht, die aus dem Weg zu räumen, aus dem Sichtfeld zu räumen, aber natürlich nur zu einem gewissen Grade, wo man es noch einigermaßen vertreten kann. Und ja, es sterben Menschen auf den Bergen. Es ist immer noch gefährlich, es ist jetzt nicht 100% sicher, auch wenn man natürlich immer besser darin wird, irgendwie die Berge auch quasi sicher zu machen, auch für die Nicht-Profis begangbar zu machen. Hat man herausgefunden, woran die meisten, die da liegen bleiben, gestorben sind? Ich kenne nicht die Statistiken, ich kann es nicht offiziell oder so sagen, aber die meisten Leute sterben grundsätzlich beim Abstieg. Das ist dann, wenn der Fokus verloren geht. Wenn man denkt, man hat es geschafft, man kann jetzt durchatmen, man kann jetzt entspannt runtergehen. Das kann man nicht. Man hat es erst geschafft, wenn man sicher unten ist. Und dieser Verlust des Fokuses führt dann zu Fehlern. Man nimmt Skibrille ab, man wird schneeblind. Man hat nicht genug Sauerstoff dabei, weil man zu langsam im Aufstieg war. Gesagt, man schafft es trotzdem noch zum Gipfel. Man achtet dann nicht mehr auf die Zeit und vergisst den Moment, wo man sich gesagt hat, da drehe ich um. Und dann ist auf dem Rückweg nicht mehr genug Sauerstoff in der Flasche, falls man mit Flaschen Sauerstoff unterwegs war. Wieder runter. Da gibt es ganz viele Faktoren. Vor der Schwelle des Hauses stürzt du am ehesten. Altes chinesisches Sprichwort. Naja, Reinhold Messner hat sich wirklich verletzt, als er nach einem Abend, wo ein bisschen auf was getrunken wurde, mit Günter Jauch von der Mauer seines Schlosses da runtergesprungen ist in den Hof. Da hat er sich so verletzt, dass er Angst hatte, nie mehr losziehen zu können. Ja. Warum, sagt er, weil ich nicht richtig aufgepasst habe, da habe ich mich konzentriert. Aber nochmal, großer Sprung, geografischer, zurück zum Südpol. Nach 58 Tagen dieser Strapazen anzukommen, wie ist es dann? Ist man erleichtert oder ist man leer, einfach nur leer und sagt, das soll jetzt gewesen sein? Ja, es war wie kommt man da überhaupt an? Steht da irgendwas, was dir den Südpol anzeigt? Ja, man sieht, ich habe 18 Kilometer vorher schon die US-Forschungsstation gesehen. Es ist die dritte, die gebaut wurde. Zwei sind nämlich dort schon vom Schnee begraben worden. Die US-Amerikaner könnten dann noch mal mit den Stelzen und so lernen. Sodass es sogar das gefährlichste Terrain sicherlich war, weil man da überall einstürzen kann und in so eine alte, vergrabene Forschungsstation reinschützen kann. Und für mich war das dann so ein Moment der Erleichterung zu wissen, morgen wache ich auf und ich muss den Schlitten nicht wieder anlegen, ich muss die Skier nicht wieder anlegen, ich kann einfach nur entspannen und ausruhen. Man war die ganze Zeit getrieben gegen die Zeit, gegen die Ungewissheit, was jetzt noch kommt, ob jetzt noch mal ein Sturm kommt, man noch mal zurückgeworfen wird. Man ist erleichtert. Auf der anderen Seite war ich aber auch wehmütig, weil es wirklich auch viele sehr besondere Momente gab. Es war eine sehr intensive Erfahrung. Ich hatte schöne Augenblicke und das sollte dann ja alles vorbei sein. Das war ja dann damit vorbei, dass ich am Südpol war. Und wer waren die Menschen, die da warteten? Oder nicht auf warteten, aber auf die sie getroffen sind? Ich bin dort in Empfang genommen worden von Mitarbeitern einer Logistikorganisation Antarctic Logistics and Expeditions. Die betreiben dort in den Sommermonaten ein Camp, wo auch Touristen einfach mit Flugzeug zum Südpol fliegen und die haben mir dann quasi Obdach gegeben und da konnte ich frisches Essen und etwas Wärme genießen. Und not bad for a girl, haben die gestaunt, als sie kamen oder waren sie vorbereitet mental darauf? Sie haben mich ja auch während der Expedition beobachtet, man ist ja bekannt, wenn man auf dieser Expedition unterwegs ist, das verfolgt dann jeder auch gespannt und so haben die dann auch ja, über den Verlauf gesehen, wie gut es klappt und wie gut ich vorankomme und sich einfach für mich gefreut. Aber ich habe auch erlebt, gerade vor dem Start gab es viele, viele Zweifler und viele, die gesagt haben, ob das wohl was werden kann, eben mit dieser ganz, ja, gegenteiligen Erscheinung gegen den Stereotypen, gegen den Klischees. Und ich fand es super, dass eben auch jetzt Intersport gesagt hat, ja, wir stellen uns dahinter, wir glauben daran, dass sie das kann. Und mir auch nochmal die Möglichkeit gegeben haben, das einer breiteren Menge zu zeigen und zu mobilisieren. Ja, wir Frauen können das oder jeder kann etwas entgegen eines Vorurteils. Können Sie, ja. Applaus. Können Sie von Ihren Abenteuern leben oder müssen Sie nebenbei noch was machen? Ich muss nebenbei was machen. Die Abenteuer sind ein sehr, sehr, sehr teures Hobby. Und mir macht es aber auch Spaß, einen Ausgleich zu haben. Also ich bin eigentlich
im Kern Stadtmensch. Ich bin eigentlich... haben wir gemerkt jetzt, wird das Gespräch. Ja. Ja. Ich bin gerne in der großen Stadt, ich bin gerne auch hinter meinem Laptop, ich arbeite gerne in der Wirtschaft oder Telekommunikationsbranche. Aber das ist gut, dann haben Sie nämlich Plan B. Darüber haben wir ja vorhin gesprochen mit Wladimir Klitschko. Was ist, wenn das Abenteuer nicht mehr möglich ist, aus vielleicht körperlichen Gründen? Was wird denn das nächste Abenteuer sein? Ich versuche jetzt heute zu rekrutieren, obwohl das Team eigentlich schon steht. Aber es geht im April für 2 Wochen zum Nordpol. Das war letztes Jahr als Training geplant. Aber aufgrund politischer Konflikte ist da nichts draus geworden. Es ist keiner rausgeflogen. Und dieses Jahr wird es dann nachgeholt. Ja, und was wird es? 2 Wochen zum Nordpol. Zum Nordpol. Und wen würden Sie hier aus der Runde mitnehmen? Wir hatten vorhin schon drüber gesprochen. Wladimir ist dabei. Aber ich bin offen, falls... Also ich möchte mich jetzt von Wladimir trennen. Offiziell, weil ich glaube, dass ich da sicherer bin. Und auch Wladimir trittet ja jetzt auch mich. Ja. Ich hätte schon mal eine Mütze also auf. Der weiß, der hat gehört, jetzt hat er eine Mütze auf. Anja, ihretwegen bricht hier ein riesiger Streit jetzt aus. Ich muss sagen, selten bei 309 hat eine Runde einem Gast so staunend zugehört. Also überwältigend, was Sie erzählen. Alles Gute. Dankeschön. Danke.